Hallo und einen schönen Sonnabendnachmittag und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Lars der Vorleser. Heute gibt es wieder einen Interpretationspodcast von mir und ich will euch in der Einleitung jetzt mal kurz erzählen, warum mir das so wichtig ist mit dem Interpretieren, weil ich in meinem Leben herausgefunden habe, dass wir aus Literatur so viel lernen können. Wie hängt das zusammen? Mein Opa war Buchbinder und zwar beim Verlag der Leipziger Volkszeitung. Und als Buchbinder hatte mein Opa natürlich Zugang immer zu Literatur und ganz besonders zu Kinderbüchern. Und da hat er uns Kindern, also seinen Kindern schon, als sie aufgewachsen sind, und auch später dann seinen Enkelkindern, mir als allererstem, weil ich der erste überhaupt von den Enkelkindern gewesen bin, immer Bücher mitgebracht aus dem Verlagsprogramm. Und aus diesen Büchern musste er mir vorlesen, weil als kleiner Stöpsel, so 3, 4, 5 Jahre, konnte ich noch nicht selber lesen. Und irgendwann, mein Opa hatte oft mehr als 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, wurde ihm das zu viel. Und da hat er gesagt: Hör mal, es ist viel schöner, wenn man selber lesen lernt. Und dann hat er mir das beigebracht. Mit 5. Mit 5 hat mein Opa mir gezeigt, wie man Buchstaben, also was es für Buchstaben gibt, wie man die zusammenzieht zu Wörtern und wie man diese Worte dann zu Sätzen bildet. Und so hat er mir das Lesen beigebracht. Und infolgedessen habe ich angefangen, viele, viele Sachen zu lesen. Erst die Kinderbücher von Alexander Wolkow. Diese Nacherzählung des Zauberers von Oz aus dem russischen Sprachraum, der Zauber der Smaragdenstadt, der schlaue Orphin und so weiter und so fort. Und dann ging es weiter mit Karl May, Winnetou, Cowboy und Indianer. Ganz tolle Sachen. Und ich habe festgestellt, ich konnte mich immer irgendwo mit einem der Helden oder einer der anderen Figuren identifizieren. Die hatten so viel erlebt, was in meinem Leben auch passierte, und sie mussten reagieren auf die Sachen, die passiert sind. Und da kann man gucken, ja, wie könnte ich denn reagieren? Und so lernt man aus Literatur. Und deshalb ist es mir ein besonderes Bedürfnis, immer darauf hinzuweisen, dass man so viel aus Literatur lernen kann. Und was wir aus der Literatur, die ich heute bespreche, aufgrund einer Frage vom André wieder lernen können, das hört ihr gleich nach der musikalischen Einleitung im Interpretationspodcast zu Dr. Allwissend und zur Frage von André Seifert, meinem geschätzten Podcast-Kollegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich nach der Musik. Dr. Allwissend, wieder eine Bitte zur Interpretation. Ich habe verstanden, dass der Doktor, oder wie habe ich es verstanden? Ich habe verstanden, dass der Doktor durch den Glauben, Doktor zu sein, die Wahrheit immer herausgefordert hat. Allerdings ergibt sich's mir wieder noch nicht. Warum ist er jetzt erfolgreicher Doktor geworden? Und wie hat er jetzt diese
Diebe gefunden, alles nur durch Zufall oder was will mir der Autor damit sagen? Das zu meinem Feedback. Vielen Dank, bis gleich. Und da sind wir schon. Die Frage ist gestellt von André. Vielen Dank für deine Nachricht. Und wir springen gleich mitten hinein in die Beantwortung der Frage. Erstmal der Podcast LDV 43. Dort ist Dr. Allwissend das zweite Märchen, das ich vorgelesen habe. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann haltet hier kurz an, hört euch das Märchen an, denn sonst werdet ihr unter Umständen nicht verstehen, was ich hier rede. Und ich wollte eigentlich keine wirklich große Zusammenfassung machen, denn das geht ja hier von der Podcast-Zeit ab. Der Protagonist ist Bauer. Protagonist, das ist die handelnde Person in einem Literaturstück. Der ist also Bauer und von daher, wir müssen rechnen, die Märchen der Brüder Grimm sind Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Also 18, nicht entstanden, sondern aufgezeichnet worden. Entstanden sind die Märchen schon viel eher. Märchen erzählen ist ja eine Tradition, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Und wir befinden uns aber Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1802, 3, 5, 7, 10. Und da war Bildung noch nicht allgemeingültig, allgemein gut, genau, so rum. Ja, auch ein Verhaspler muss ab und zu mal passieren. Ich habe auch gerade festgestellt, an einer kurzen Stelle gibt es einen kleinen Fehler. Ich werde ihn allerdings nicht rausschneiden, sondern drin lassen und bitte euch einfach um Nachsicht, dass es einen kleinen technischen Defekt gab. Da gab es irgendwie ein kleines Hopserle drin. Also einfach ignorieren. Bildung war noch kein Allgemeingut. Die schulische Bildung für Kinder hat in dem Sinne noch nicht so stattgefunden, wie wir das heute kennen. Es gab keine Schulpflicht, Kinder mussten noch arbeiten, selbst das Volk war nicht wirklich, sage ich mal, gebildet. Bildung war teuer und Bildung konnten sich nicht alle leisten. Die handelnde Person, unser Bauer, kommt also in die Stadt und dort sieht er, dass man durch Bildung Wohlstand erreichen kann. In unserem Falle bedeutet Doktor nicht gleich Arzt. Also ganz fest nochmal gestellt, der Doktor ist eine gelehrte Person, eine Person, die sich etwas an Wissen anstudiert hat. Ob das jetzt im Sinne einer universitären Ausbildung war, so wie wir uns das heute vorstellen, kann ich selbst nicht nachvollziehen. Selbst in, sage ich mal, den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts war Bildung noch völlig anders als heute. Wir haben 2020, Juni 2020, und die Bildung an der Universität ist heute zu 1960, 70 ganz verschieden. Genau wie das Abitur damals eine andere Sache war, als das Abitur heutzutage ist. Immerhin sind zwischen 1960 und 2020 60 Jahre Bildungsentwicklung vorhanden. Und man hofft doch, dass es eine Entwicklung gewesen ist. Demzufolge
1810 bis 1960 haben wir 150 Jahre, in denen sich Bildung entwickeln konnte. 1810 Bildung erstmal nicht fürs gemeine Volk, sondern nur für die, die es sich leisten können. Und der Doktor ist nicht zwangsweise ein Arzt. Selbst der Arzt ist nicht zwangsweise ein Arzt. Es gab früher noch Heiler und Quacksalber und was es alles gegeben hat. Wir stellen in diesem Märchen den Doktor mit einem thematisch Gelehrten gleich. Das heißt, jemand, der lesen kann, der schreiben kann, der nachdenken kann, der in irgendeiner Art und Weise eine Bildung genossen hat. Und das sieht der Bauer, der ist mit seinem Gespann in die Stadt gekommen, wollte was verkaufen. Ich glaube, Holz war es. Hat das verkauft und zwar an einen Doktor, also an einen gelehrten Mann. Und dort hat er gesehen, wie dieser gelehrte Mann isst, wie er speist. Und das hat ihm gut gefallen. Und da hat er gesagt, das würde ich auch gerne wollen. Wie kann ich das erreichen? Er hatte also ein Ziel für sein Leben gefunden. Er möchte gern vom Bauern, vom Ungebildeten in den Bildungsstand überwechseln, weil er damit Wohlstand erreichen könnte, hat er sich vorgestellt. Also fragte er diesen gelehrten Mann, wie kann ich das erreichen? Der gelehrte Mann sagte ihm, kauf dir ein Buch, kauf dir Kleider, wie wir heutzutage sagen als Sprichwort, Kleider machen Leute. Und wenn man einen bestimmten Kleidungsstil an den Tag legt, dann stellt man etwas dar. Ob jetzt tatsächlich Wissen dahinter ist, ob jetzt da Kompetenz dahinter ist, können wir erstmal vom äußeren Eindruck dessen, der in dem Anzug steckt, der in dem Kostüm steckt, nicht wirklich beurteilen. Das merken wir erst, wenn wir mit dieser Person uns abgeben. Also, Kleider machen Leute, kauf dir ein Buch, heißt natürlich, eigne dir Bildung an. Das ist ein sprachliches Bild. Wenn in Märchen jemand sagt, kauf dir ein Buch, heißt das übersetzt in die Realität, geh auf die Schule, lerne etwas, was du für dein Leben verwenden kannst. Schon ein erster Interpretationspunkt, dass wir sehen, das Buch steht für die Bildung. Es heißt nicht, der Bauer konnte wahrscheinlich anfangs gar nicht lesen. Was hätte der also mit dem Buch anfangen sollen? Weil Lesen ist ein Bildungsstand, der für einen Bauern damals, 1800, hau mich tot, noch gar nicht wirklich relevant war. Er brauchte für sein Leben eigentlich was anderes. Er musste wissen, wie bestelle ich Felder, welche Fruchtfolge muss ich beachten. Wenn ich meinen Acker bestelle, mache ich im Herbst sehe ich den Winterweizen aus. Der fängt dann an zu wachsen. Dann kann ich den Anfang Frühjahr ernten. Und was mache ich als nächstes auf den Acker drauf? Müsste der ja wissen, der Boden ausgelaugt, da muss ich jetzt das Feld erstmal brach liegen lassen, ein anderes Feld bearbeiten. Das wusste der Bauer, davon wusste vielleicht der Gelehrte nichts. Es ist immer eine Sache, was bin ich im Leben und wo will ich hin? Und das ist der Interpretationsstand für dieses: Kauf dir ein Buch, kauf dir Kleider. Mach dir einen Namen. Im Märchen steht, der Doktor, mit dem er sich umgibt, empfiehlt ihm, sich ein Schild machen zu lassen und das über seine Haustür zu nageln, wo drauf steht, ich bin der Doktor allwissend. Das ist eine Metapher dafür, mach dir einen Namen. Denn er hieß ja nicht allwissend, wie wir wissen aus dem Märchen, hieß der Bauer Krebs, nicht allwissend. Aber er konnte dann für sich sagen, ich bin der Doktor allwissend.
So wie ich sagen kann, ich bin Lars der Vorleser. Ich mache mir meinen Namen. Denn Vorleser ist nicht mein Familienname. Mein Familienname ist Kiesling. Übrigens, kleine kurze Zwischenanekdote. Kiesling ist eine kolportierte Metapher. Es steht für einen Kiesel, einen Stein, einen Block. Wenn man mir eine Eigenschaft würde aufdrücken wollen anhand meines Namens Kiesling, dann wäre das jemand, der stoisch in der Gegend rumliegt und sich nur selten bewegt. Viele Leute, die mich kennen, müssen beurteilen, ob dieser Umstand anhand meines Namens tatsächlich auf mich zutrifft. Diese Beurteilung überlasse ich gerne anderen. Kleiner Cut, Fun Fact Ende. Machen wir weiter in der Interpretation. Also, er kauft sich ein Buch, er kauft sich Kleider, er macht sich ein Schild, Doktor Allwissend, nagelt das über seine Tür und er übt sich zuerst mal. Klar, ganz logisch, man fängt nicht gleich auf dem höchsten Stand an, man nutzt seine Bildung und muss natürlich üben, 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 um etwas zu erreichen. Er hat kleinere Geschäfte, die er mit seinem Namen Doktor Allwissend an Land ziehen kann und wird immer bekannter und sein Bekanntheitsgrad wächst in dem Maße, dass ein reicher Bürger, dem eine Menge an Geld gestohlen wird, auf ihn aufmerksam wird. Ihm wird gesagt, in dem und dem Dorf wohnt der Doktor Allwissend. Sein Name bedeutet, der weiß alles. Also geht der reiche Bürger hin unter dem Verdacht, der Doktor Allwissend, der Bauer Krebs, wüsste alles. Dann muss der auch wissen, wer mein Geld geklaut hat. Er lädt ihn zu sich ein, um die Sache zu besprechen. Der Bauer sagt, ich komme gerne, aber meine Frau muss auch mitkommen. Die Frau spielt für das Märchen in dem Sinne gar keine weitere Rolle, als dass der Doktor Allwissend sie im Märchen später noch braucht als Ansprechpartner, denn sie spricht er direkt an und wird überhört von den Tätern, die tatsächlich das Geld gestohlen haben. Worum geht's in dem Märchen noch? Es ist eine Geschichte über die Zufälligkeit und Wandelbarkeit des Glücks. Denn alles, was in dieser Situation, als ihn dieser reiche Bürger eingeladen hat, passiert, passiert auf Grundlage eines Glücks und nicht auf Grundlage einer besonderen Bildung unseres Protagonisten, unseres Doktor Allwissend. Es sind Zufälle, die dazu führen, dass er den Tätern auf die Spur kommt. Er weiß sie aber für sich zu nutzen in dem Moment, als die Täter aufgrund ihres schlechten Gewissens, also in einem Schuldbewusstsein und aus Angst davor entdeckt zu werden, auf ihn zukommen und sagen, hör mal, wir haben das Geld geklaut, aber wenn du das dem Bürger verrätst, dann bringt er uns vor den Kadi, dann verlieren wir im günstigsten Fall unsere Freiheit, im schlimmsten Fall als Diebe unser Leben. Damals gab es Todesstrafe, es gab alles noch. Und das ist schlimm für uns, wenn wir unser Leben verlieren. Klar, für wen wäre das nicht schlimm, sein Leben zu verlieren? Also, wir haben auf der einen Seite das Glück unseres Doktor Allwissend, unseres Protagonisten stehen, auf der anderen Seite das Schuldbewusstsein und die Angst der Täter. Wie kommt er den Tätern auf die Spur? Nur durch Zufall. Der Gastgeber lässt ihm Essen auftragen und durch ihr Schuldbewusstsein geprägt, beziehen die Täter tatsächlich alles, was der Doktor Allwissend sagt,
auf ihre eigene Situation. Der Doktor Allwissend sagt, als der erste Täter den ersten Gang bringt, das ist der erste. Doktor Allwissend meint, es ist der erste Gang, den wir heute zu essen kriegen. Der Täter denkt, Scheiße, jetzt hat er herausgefunden, ich bin der Erste, ich bin der Anführer von den Tätern, der hat mich schon auf dem Kieker. Teilt das seinen Kumpanen mit. Der Zweite, der den zweiten Gang auftragen soll, bringt das Essen rein und kriegt gesagt, beziehungsweise überhört, dass der Bauer, unser Dr. Allwissend, zu seiner Frau sagt, das ist der Zweite, Klammer auf, Gang, den wir heute zu essen bekommen, Klammer zu. Der Täter versteht, das ist der zweite, Klammer auf, Täter, der das Geld geklaut hat, Klammer zu. Scheiße, muss ich gleich meinen Kumpanen erzählen. Und so baut sich das auf einem Zufall, auf einem Missverständnis. Das ist das, was uns unser Märchen aussagt. Viele Sachen können aufgrund von Missverständnissen passieren und für den, der sie klug auszunutzen weiß, im Endeffekt, und das ist unser Doktor Allwissend, für den können sie sich als Glücksfälle und nicht als Zufälle erweisen. Und das ist die Interpretation, die ich aus diesem Märchen ziehe. Wir holen uns Bildung, indem wir zur Schule gehen heutzutage, indem wir lernen, indem wir wissbegierig sind, indem wir lesen, ganz natürlich, das ist meine Profession, lernt aus den Geschichten, die ihr lesen könnt, lernt aus den Geschichten, die euch das Leben schreibt. Mein guter Rat an alle, die ihr euch diesen Podcast anhört. Lernt aus Podcasts wie diesem, dass ihr aus Geschichten lernen könnt. Vergleicht, wenn ihr eine Geschichte lest, ist da irgendeine Figur, die mir vielleicht ähnelt, mit der ich mich identifizieren kann, der etwas passiert, was mir auch schon mal passiert ist. Und wie verhält diese Person sich? Wie habe ich mich verhalten? Wie könnte ich mich verhalten, wenn ich das nächste Mal in eine solche Situation komme? Das ist interpretative Reaktion. Ich interpretiere etwas in eine Literatur oder aus einer Literatur heraus, wende es auf mein eigenes Leben an und kann dadurch mein Leben verbessern. Was haben wir noch im Märchen drin? Heutzutage gibt es einen Spruch, den ich sehr schön finde. Fake it till you make it. Gib vor, so gut zu sein, bis du tatsächlich so gut bist. Kein schlechter Rat, manchmal. Ja, wir wissen, Bildung ist die eine Sache, Übung ist die andere Sache. Wenn wir anfangen, müssen wir immer ein Stück weit vorgeben, dass wir die Kompetenz besitzen, die wir uns erwerben, dadurch, dass uns die Chance gegeben wird, tatsächlich unsere Berufung, unseren Beruf, unser Herzensprojekt auszuüben. Und solange wie wir noch nicht wirklich erfolgreich sind, sollten wir zeigen, wir sind daran interessiert, Erfolg zu haben und dadurch, dass wir in dem Sinne vorgeben, erfolgreich, schon erfolgreich zu sein, ziehen wir Erfolg für uns auch an. Das heißt, wenn wir aussagen, ich bin ein erfolgreicher Bankmensch, ein erfolgreicher Finanzmensch, ein erfolgreicher Gesundheitsmensch. Indem wir das nach außen tragen, haben wir mehrere Effekte. Wir glauben an uns. Wir stärken unser eigenes Selbstbewusstsein.
Wir bringen andere Menschen dazu, an uns zu glauben, denn sie sehen unseren ersten Erfolg, auf den sich unser weiterer Erfolg aufbaut und wie unser Bauer am Anfang der Geschichte den Doktor, den gelehrten Menschen gesehen hat und den Wunsch entwickelte, da möchte ich auch hin, so können wir auch andere Leute beeinflussen. Wir können Chancengeber sein. Vielen Dank, Michael Büren. Ich erwähne dich an dieser Stelle, weil ich in dieser Woche eine Chance bekommen habe, selbst Chancengeber zu sein. Das möchte ich gerne nochmal an dieser Stelle. Wir haben jetzt die 20. Minute dieser Aufnahme. Ich werde nachher mal gucken, ob ich das noch ausrechnen kann. Dann schreibe ich es unten in den Text, auf welche Minute das ungefähr kommt im Podcast, dass ich den Michael Büren hier an dieser Stelle mit erwähne. Er hat mir eine Chance gegeben, für andere ein Chancengeber zu sein. Und das möchte ich gerne an alle zurückgeben. Vielen Dank dafür. Ja, soweit sind wir mit meiner Interpretation durch. Ich hoffe, André, ich konnte deine Frage soweit beantworten. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, wenn ihr euch weitere meiner Podcasts anhört, meiner Märchen-Podcasts. Wenn ihr Fragen habt, fragt, stellt diese Fragen, schreibt mir eine Nachricht, schickt mir eine WhatsApp auf meiner Internet, also auf meiner Facebook-Seite. Lars, der Vorleser, ist ein Button, da könnt ihr mir direkt eine WhatsApp auf mein Handy schicken und mir eine Frage stellen. Am schönsten natürlich im Sinne einer Sprachnachricht, die ich dann gleich mit als Frage, so wie ich das von Andres Frage getan habe, hiermit verwenden kann. Ansonsten auf unserer Plattform slt.world findet ihr noch viele andere Podcasts von meinem Kollegen André Seifert, der ein erfolgreicher Netzwerker ist, von meinem Podcast-Kollegen Sebastian Warnitschka, der sich aufs Kleinste konzentriert mit seiner Arbeit, um Gesundheit, gesundes Wohnen, gesunde Räume besser zu machen. Jeanette, Deutschlands erste Herzerwärmerin, hat auch ihren eigenen Podcast, wo sie immer erfolgreiche Frauen aus der Gesundheitsbranche mit vorstellt, wo sie ihr Herzensprojekt, den Herzerwärmer-Club, vorstellt und Frauen aus der Gesundheitsbranche, die in Führungspositionen arbeiten, helfen will. Der Herzerwärmer-Podcast. Unsere NLP-Spezialistin Susanne Hänsch, die mit neurolinguistischer Programmierung auch für eine Verbesserung von Gesundheit, von Zielstrebigkeit, von allem Möglichen, worauf man NLP anwenden kann, arbeitet. Auch sie hat ihren eigenen Podcast auf unserer Podcast-Plattform slt.world. Verlinkungen findet ihr unten in der Kommentarbox bzw. in der Beschreibung dieses kurzen Podcast-Videos. So kurz ist es gar nicht mehr. Deshalb mache ich jetzt Schluss. Ihr habt mir eine halbe Stunde lang zuhören müssen oder wollen oder dürfen. Ich hoffe, ich kann euch eine Chance geben, euer Leben zu verbessern. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, bitte gern über Facebook, über Instagram, per E-Mail. Ihr findet mich auf allen möglichen Kanälen. Nehmt Kontakt mit mir auf, schickt mir eure Fragen, diskutiert gerne. Ich wünsche euch heute noch einen schönen, weitergehenden Sonnabend, ein wunderbares Wochenende in diesem Monat im Jahr 2020. Euer Lars der Vorleser. Viel Spaß noch!